meine Lieben, es wird wieder mal gegrillt. Nicht bei mir daheim. Ich bin immer noch unterwegs. Und tja, so bin ich empfangen worden. Die meisten werden jetzt schon wissen, wo ich bin. Bei Manfred und Doris, Pfälzer Grillfan. Und der Manfred heizt hier schon mal den Grill an, die Kohlen vor. Du bist auch ganz schön rabiat. Ja, hat einen schönen Ring in der Hand. So kann man es natürlich auch machen. Also ich würde es so nicht nachmachen, muss ich ganz ehrlich sagen. Tja, und jetzt schauen wir mal, was es nachher Leckeres gibt. Also ich muss sagen, es gibt schon sehr lustige Methoden, um Kohlen anzufeuern. Herrlich. Aber es funktioniert. Also das ist ja auch ein interessanter Anzündkamin. Ist der auch selber gebaut? Natürlich. Ja, davon gehe ich aus. Hey, sieht mal witzig aus. Das ist der Anzünder. Mit Spiritus. Kinder nicht nachmachen und schon gar nicht so über die Finger kippen. Ja, man sieht immer wieder mal neue Sachen. Brennt? Ja. Okay. Ja, so kann man es natürlich auch machen. Spart man sich andere Anzünder. Sag mal, ist es die Sonne, was so heiß ist, oder ist das da? Die Sonne. Ah ja. Okay. Also ich muss sagen, nicht nur der Dirk kann geile Sachen bauen, andere Leute auch. Respekt dafür. Der ist ja mal richtig gut durchdacht. Gefällt mir. Entschuldigung, Dirk, aber es ist so. Leute, jetzt dürft ihr die Doris auch einmal sehen. Und sagst du uns, was das Leckeres ist? Das ist Rumpsteak mit Knobi, Zwiebeln und ein paar Tomaten. Gut. Lecker, lecker, lecker. Und natürlich ein... Pepperoni-Stange? Pepperoni-Stange, genau. So, dann mal drüber. Fast hätte ich es nicht rausgebracht. Pepperoni-Stange. Okay. Und dann werden die einfach schön gegrillt. Mhm. Yummy. Manfred sagte, was er möchte, seins. Oder er grillt seine, dass sie innen noch schön lebendig sind. Ich mag meine ja innen ja eher leicht rosa noch. Naja, jetzt schauen wir mal, wie sie werden nachher. Ja, nächstes probieren zum Umdrehen. Das dreht dein Grill komplett um. Oder auch nicht. Einfach noch liegen lassen. So, Holzkohlegrill ist schon was Feines. Guck mal, ja,
sagen, die sehen schon verdammt gut aus. Mhm. Das sieht gut aus. Ja. So esse ich das auch. Mmh, lecker, lecker. Und natürlich jetzt noch das obligatorische Probiererle. Lecker. Manfred, hast du richtig gut gemacht. Danke. Geil. Ich bin wieder hier in voller Montur und euch beiden danke ich nochmal für den schönen Nachmittag. Dankeschön. Und wir sehen uns ja definitiv das Jahr nochmal. Da freue ich mich schon drauf. Ihr könnt euch auch auf schöne Videos freuen. Und ja, damit hätte ich gesagt, machen wir Feierabend mit dem Video hier. Das ist jetzt komplett beendet, also doch keine Szene mehr. Darum sage ich jetzt schon mal Tschaikowski, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.